Heute testen wir einen High-End 32 Zoll Curved Monitor von Benku mit einer Auflösung von 2560x1440 und einer Bildrate von 165 Hertz. Wir sprechen über die Performance, Anforderungen an eure Hardware und die geeignete Zielgruppe. Alles zum Benku Mobius EX3210R erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn, wie gewohnt, der Disclaimer. Benku hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Über Benku müssen wir wahrscheinlich nicht sehr lange reden. Da dieser Global Player im Monitor- und Beamer-Geschäft den meisten von euch bekannt sein sollte und ihr erst kürzlich ein Review in meinem Kanal zum Benku 3415 gesehen habt. Benku bietet neben Beamern und Monitoren unter anderem spezielle Gaming-Monitore mit hohen Bildfrequenzen an und hat sein Portfolio mit auf Simracing spezialisierten Monitoren erweitert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2, das sind die Preise und der Lieferumfang. Der Benku Mobius EX3210R, so heißt dieses Modell, ist zum Preis von knapp 500 Euro über diverse Reseller erhältlich und wird in einer gut geschützten und gepolsterten Retail-Verpackung zugestellt. Im Lieferumfang mit bei ist der Monitor samt Standfuß, Stromkabel samt Netzteil, ein HDMI 2.0 und ein DP 1.2 Kabel. Kapitel Nummer 3, der Aufbau. Der Monitor kann direkt in der Box liegend mit einem Standfuß versehen und aufgestellt werden. In meinem Fall wurde der Monitor mittels Monitorhalterung beim Rig verschraubt. Das genormte VESA 100 Lochbild 100x100mm ist dabei gängiger Standard, die fast alle Monitorhalterungen mitbringen. Das genormte VESA 100 Lochbild ist dabei gängiger Standard, den fast alle Monitorhalterungen mitbringen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, die technischen Details. Der Monitor bietet mit 31,5 Zoll eine Bilddiagonale von 80 cm und die Außenmaße betragen ca. 700 in der Breite und 435 mm in der Höhe ohne Standfuß. Das Gewicht samt Standfuß beträgt 9,7 kg und 6,8 kg, wenn man den Standfuß weglässt. Beim Benku EX3210R wurde ein mattes WQHD-Panel mit einer Auflösung von 2560x1440 verbaut und das Seitenverhältnis des VA-Panels beträgt 16 zu 9. Der Stromverbrauch liegt bei um die 35 Watt im Normalbetrieb. Mit 1000R bringt der EX3210R eine deutlich merkbare Krümmung mit 1 Meter Radius mit. Nächstes Kapitel, das Seitenverhältnis. Mit dem am weitesten verbreiteten 16 zu 9 Seitenverhältnis gibt's mit dem EX3210R keine Kompatibilitätseinschränkungen. Egal ob Streaming oder Gaming, wird dieses Seitenverhältnis unterstützt.
Auch Konsolen nutzen Stand heute ausschließlich das native 16:9 Seitenverhältnis. Weiter geht's mit der Auflösung. Mit dem BenQ EX3210R wird eine Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten geboten, die sich über die Bildfläche verteilen. Dieser Wert lässt sich auch mit dem Fachbegriff PPI, sprich Pixel per Inch, zusammenfassen. Bei 2560x1440 bekommt ihr eine Pixeldichte von 93,24 Pixel per Inch geliefert. Für die knapp 3,7 Millionen Bildpunkte stehen ca. 70 cm Breite und etwa 40 cm Höhe zur Verfügung. Weiter geht's mit Panel und Ausstattung. BenQ spendiert dem EX3210R ein VA-Panel. Die Abkürzung steht für Vertical Alignment und bedeutet vertikale Ausrichtung. Im Gegenzug zu VA-Panelen kommen Twisted Pneumatic-Paneele, TN-Paneele bei günstigeren Produkten zum Einsatz. Die Nachteile bei den TN-Paneelen sind aber die schlechtere Farbdarstellung, weniger Kontrast und eine starke Blickwinkelabhängigkeit. Dafür sind TN-Paneele immer noch bei E-Sport-Anwendungen sehr beliebt, da die Reaktionszeiten extrem gering ausfallen und auf Dinge wie Farbtreue und Bildqualität weniger Rücksicht genommen werden muss bzw. genommen wird. Auf der anderen Seite stehen die IPS-Paneele und die Reaktionszeiten sind bei IPS im Einstiegsbereich oftmals bescheiden. Hier müsst ihr dann gerade bei schnellen Spielen auf niedrige Reaktionszeiten achten, um Bewegungsunschärfe oder Schlierenbildung zu vermeiden. Der vor einigen Monaten reviewte BenQ EX3415R landete trotz IPS-Panel mit nur einer Millisekunde MPRT im Spitzenfeld in Sachen Reaktionszeit. Kommen wir aber wieder zurück zum VA-Panel des heute getesteten BenQ 3210R. Diese Paneltechnologie deckt den breiten Anwendungsfall des Casual Gamers ab. Sehr gute Kontraste, gute Farbwerte und gute Blickwinkel gepaart mit sehr guten Reaktionszeiten sind die Gründe für VA-Paneele. Ich hänge euch an dieser Stelle ein paar Fotos rein in Sachen Blickwinkelqualität. Hier kann man gut erkennen, dass diesbezüglich bis weit von der Seite betrachtet alles im grünen Bereich ist. In Sachen Bildeinstellung könnt ihr diese selbst treffen oder die vorinstallierten Bildprofile einfach über die Fernbedienung durchschalten. Weiters bietet der BenQ das Feature HDRI mit diversen Modi an. Die Bandbreite von hellen und dunklen Bildinhalten lässt sich mit diesem Feature über die Fernbedienung sehr komfortabel durchswitchen. In diesem Punkt empfehle ich euch, dieses Feature unbedingt zu nutzen. Schwarz wird zu schwarz und nicht zu grau und die Kontraste der Farben kommen wesentlich authentischer zur Geltung. Weiter geht's mit dem nächsten Kapitel, die Bildwiederholrate. Das habe ich euch beim letzten Review zum EX3415 bereits ausführlich erklärt. Möchte dies wiederum in diesem Review auch tun, weil ich dies für sehr wichtig halte. In diesem Kapitel müssen wir uns um die Begriffe Hertz, abgekürzt HZ, und Frames per Second, abgekürzt FPS, kümmern. HZ ist die Bildwiederholrate des Monitors. Der BenQ 3210R kann das Bild sozusagen 165 Mal in einer Sekunde neu aufbauen. Und abgekürzt spricht man dann von einem 165 Hertz Monitor. Die üblichen Monitore der Einstiegsklasse bieten 60 Hertz, gleich wie die meisten TVs. Wenn wir von FPS reden, dann sprechen wir von Bildern pro Sekunde, Frames per Second, die von eurer Konsole oder dem PC an den Bildschirm geliefert werden. Im Idealfall liefert dein System mindestens 165 Bilder pro Sekunde an den BenQ 3210R, damit dieser seine Bildwiederholrate von 165 Hertz damit voll ausschöpfen kann. Somit bekommst du ein superschnelles und smoothes Bild in schnellen Spielen ausgegeben. Hier gehen die Ansprüche und subjektiven Empfindungen sehr, sehr deutlich auseinander. Viele sprechen ab 60 Bildern pro Sekunde von einem sehr flüssigen Spielerlebnis, andere erst ab gut 90 oder 100 und andere erst ab 144 oder 150 aufwärts. Bei Konsolen war der Standard damals auf 30 FPS begrenzt und gerade in schnellen Spielen war dies als ruckelig und alles andere als glatt zu bezeichnen. In diesem Punkt kann auch ein 165 Hertz Monitor nichts daran ändern, wenn das System zu wenige Bilder pro Sekunde liefert. Viele Konsolenspiele boten in den letzten Jahren 60 FPS zur Wahl. Das Spielerlebnis wurde damit ungleich besser. Und die neue Konsolengeneration, die schielt in Richtung 120 FPS, beachtet hier aber, welche Spiele dies auch wirklich unterstützen. Am PC ist dies viel einfacher, weil dein System über die FPS entscheidet. Wichtig in diesem Punkt ist aber, dass du dich in Richtung High-End-PC-System bewegen musst,
wenn du in Richtung 165 FPS bei guter Bildqualität schielen möchtest. In meinem Fall kümmert sich eine RTX 3080 12 GB Grafikkarte von Nvidia und ein AMD Ryzen 5900X Prozessor um die Berechnung der Bilder. In den Grafikeinstellungen entscheidest du dann, wie viel Bilder pro Sekunde bei entsprechender Grafikqualität rumkommen sollen. Bist du mit einem schwächeren System unterwegs, so rate ich dir, die wichtigsten Daten zu überwachen. Das Tool MSI Afterburner hilft dir dabei. Es macht im Umkehrschluss keinen Sinn, einen 165 Hz Monitor im Haus zu haben, wenn dein System am Ende des Tages nur 50 Bilder pro Sekunde berechnen kann. Dein Spielerlebnis in Sachen flüssiger Bilddarstellung würde sich damit nicht von einem günstigeren 60 Hz Monitor unterscheiden. Wähle deine Einstellungen und Hardware immer so, dass dein System auch in Richtung der maximalen Bildwiederholfrequenz deines Monitors rankommt. Um deine Hardware bei geringerer Power zu unterstützen und die Bildrate zu stabilisieren, bietet Banku FreeSync Premium mit dem EX3210R an, wenn du die entsprechenden Hardware-Voraussetzungen, sprich AMD, mitbringst. Lasst uns die Sache mit der Bildwiederholrate und den FPS direkt am Rig betrachten. Ich habe für euch drei Szenarien rausgesucht, damit ihr nachvollziehen könnt, wie sich dies ändert, von was das abhängt und was auf der Strecke dann direkt rauskommt. Szenario Nummer 1, das ist Race Room, ein älteres Spiel, das auf der DirectX 9 Schnittstelle beruht. Mittlerweile sind wir bei DX11, DX12 gelandet, aber hier ein Beispiel an Race Room, wie dies aussieht. Ich erkläre euch zuerst diese ganzen Daten, die hier oben eingeblendet sind. GPU, das ist meine Grafikkarte, die ist im Moment 54 Grad kalt, ist mit 80% ausgelastet, mit einem großen Aber, lediglich mit einem Takt von 1650 MHz. Mehr ist nicht nötig. Dieses Ding kann bei Bedarf über 2 GHz, 2100 MHz hinaus takten. Speicherbedarf 3 GB in etwa von maximal 12 GB, diese Grafikkarte bereitstellt. Dann seht ihr die CPU, die rödelt mit 10-13% maximaler Kern vor sich hin, taktet mit knapp 4,8 GHz, ist ein Ryzen 5900X 12+12 Kerner, eine High-End-CPU und liegt bei 70 Grad. Wir haben DirectX 9 Schnittstelle, das seht ihr hier, D3D9, und im Moment legen 130 Bilder pro Sekunde an. Ich habe bewusst dieses Szenario gewählt, um dann Vergleiche anstellen zu können, wenn ihr dies mit knallvollem Starterfeld reproduzieren wollt. Ihr seht, wenn ich jetzt hier wegfahre, bleibt diese Bildrate relativ konstant. Wir sind relativ knapp an der maximalen Bildwiederholrate, Refresh Rate von 165 Hz dieses Monitors angelangt. Jetzt geht es hier hoch auf 150 FPS. Das heißt, das wäre ein Szenario, wo ihr diesen Monitor nahezu perfekt ausnutzt. Zu Race Room gibt es Folgendes zu sagen: eine sehr veraltete Schnittstelle DirectX 9, die ist dafür bekannt in Sachen Multikernausnutzung. Das heißt, wenn ihr eine CPU mit vielen Kernen am Start habt, diese nicht entsprechend ausnutzen zu können. Race Room beansprucht Prozessoren in Sachen Single-Core-Performance. Das heißt, ein CPU-Kern am besten auf maximale Taktfrequenzrate, um hier entsprechende Leistung direkt ins Spiel zu bringen. Das ist klarerweise suboptimal. Über die Jahre haben wir 4-Kern, 6-Kern, 8-Kern, 12-Kern-Prozessoren, wie in meinem Fall, an den Start gebracht. Das Ganze mit HT, Hyper-Threading. Das sind diese sozusagen zusätzlichen virtuellen Kerne. Aber hiervon profitiert Race Room im Prinzip gar nicht. Würde Race Room an dieser Stelle eine ordentliche Mehrkernoptimierung DirectX 12 Schnittstelle an den Start bringen, dann hätten wir hier vermutlich 250 Bilder pro Sekunde anlegen. Und jetzt zeige ich euch den Extremfall, der anliegt, wenn wir ein volles Starterfeld einstellen. Machen wir das Ganze live, gehen wir raus aus dem Spiel. Ich setze hier mal den Einzel-Event, Nordschleife 24 Stunden und gebe hier bei der Anzahl der Gegner, setzen wir das mal hoch auf, keine Ahnung, 40 Gegner und setzen wir die Startposition nicht auf zufällig, sondern ganz auf den letzten Platz.
in dem Fall 41, und starten Rennen. Und dann werdet ihr sehen, wie die Bildrate massiv einbricht, weil unsere CPU das nicht mehr gebacken bekommt. Die CPU ist verantwortlich bei den Rennspielen für die ganze Physikberechnung. Damit das Ganze realistisch aussieht, dürfen die Fahrzeuge ja nicht programmiert vorgegebene Bahnen fahren. Die müssen ja reagieren auf das ganze Geschehen, was passiert, wenn ein Fahrzeug näher kommt, eine leichte Kollision. Und um dies alles realistisch simulieren zu können, muss die CPU maximal viel an Leistung liefern. Dies wiederum ist dann eine Herausforderung, wenn eine CPU wie bei RaceWurm stark Single-Core optimiert am Start ist und diese Vielzahl der Kerne nicht ausnutzen kann. Ihr seht das hier schon am Startbildschirm, wir fallen runter auf 47, 48 Bilder pro Sekunde. Und gut beobachten könnt ihr dies auch an der GPU, an der Grafikkartenausnutzung. Die ist runter gesunken auf nicht mal 40%, da eben die CPU nicht entsprechend genug Daten liefern kann. Ein Kern, der ackert am Vollanschlag, die restlichen 11 Kerne, die fadisieren sich. Starten wir jetzt das Rennen. In dem Fall seht ihr, wir sind bei 50 Bilder pro Sekunde, 40 Fahrzeuge vor uns, extrem anspruchsvolle Physikberechnungen. Und hier beißt sich die Katze bei RaceWurm in den Schwanz mit der veralteten DirectX 9 Schnittstelle, die hauptsächlich Single-Core performance-orientiert arbeitet. Und ihr könnt schon sehen, bei dem ganzen Startgewusel fallen die Bildraten entsprechend hinab. Jetzt bei den zwei Spitzkernen könnt ihr sehen, herrscht hier massig Betrieb. Ich halte mich hier mal zurück. Und ihr seht, wenn ich jetzt das Feld vor mir wegziehen lasse, sind diese Physikberechnungen in der unmittelbaren Nähe, die ich jetzt sehen kann, am Monitor nicht mehr vonnöten. Und in dem Fall seht ihr sofort, wie die Bildrate wieder nach oben springt, 140 Frames aufwärts. Gleichzeitig wird meine Grafikkarte wieder stärker ausgelastet. Noch immer nicht beim Anschlag, lasst euch nicht irritieren von 70-90%, der Takt ist noch weit weg vom Maximum, das diese RTX 3080 12 GB von über 2 GHz bereitstellen kann. Kommen wir zu einem anderen Beispiel, Dirt Rally 2.0, ein Spiel, das eine moderne, eine aktuelle Grafikschnittstelle an den Start bringt, hier zumindest D3D11, DirectX 11, welches die Grafikkarte entsprechend ausnutzt, wo die CPU mehrkernoptimiert agiert, aus der Vielzahl von Kernen, die eine Mehrkern-CPU bereitstellt, viel Leistung generiert. Und das können wir auch hier gleich in-game sehen. Ihr habt klarerweise ein deutlich grafisch anspruchsvolleres Spiel, als dies RaceWurm ist. Ihr habt eine wesentlich bessere Grafik, wesentlich mehr Grafikoptionen. Dieses Ding sieht grafisch gesehen ungleich besser aus, als das schon etwas angestaubte und veraltete RaceWurm. Hier jetzt am Start angekommen, nochmal kurz die Daten durchgegangen. Ihr seht, dieses Spiel fordert meine Grafikkarte, meine GPU auf Anschlag. 98%. Hier liegt auch der maximale Takt dieser Grafikkarte von 2055 MHz an. Ihr seht einen Speicher von 6 GB belegt, die Hälfte des maximalen Speichers der Grafikkarte. Und bei der CPU seht ihr im Bereich 4,8 GHz immer noch kühl und es liegen mit DirectX 11 Schnittstelle knapp 150 Bilder pro Sekunde an. Mehr ist in diesem Fall nicht möglich mit diesen Grafikeinstellungen, da meine Grafikkarte bereits am Anschlag arbeitet. Ich könnte mit der Bildrate jetzt noch nach oben kommen, wenn ich diese maximal eingestellten Grafiksettings nach unten drehe. Ist nicht nötig. Ich bin bei der nativen Bildwiederholrate des Monitors im Prinzip angelangt. Das Ergebnis ist super smoothes Gameplay. Drehen wir ein paar Meter jetzt. Sehen wir uns die Sache an und beobachten wir die Bildrate, ob diese relativ stabil bleibt. Und ihr könnt erkennen, hier geht es sogar hoch auf 180 Bilder pro Sekunde. Das heißt, hier sind wir absolut im sicheren Bereich, 170. Ist jetzt nicht die optimale Anwendung, um Bildwiederholraten im Auge zu behalten, aber ihr seht, hier sind wir deutlich über der maximal bereitgestellten Bildwiederholfrequenz des Monitors angelangt.
Grafikkarte wiederum am Vollanschlag. Ihr seht, der Takt geht etwas nach unten, 2010 MHz. Das liegt daran, dass die Grafikkarte gut durchgewärmt wird und entsprechend die Taktrate etwas drosselt. Aber im Bereich von 2 GHz Chiptakt sind wir hier relativ stabil. Ihr seht auch noch neben dem Chiptakt ist hier knapp 400 oder um die 400 Watt. Das ist im Moment der Saft, den die Grafikkarte aus der Steckdose zieht. Das ist schon jede Menge und klarerweise wird hier ein guter Kühler für das ganze Grafikkarten-Custom-Design vonnöten sein. Diesen Test können wir an dieser Stelle abbrechen. Ihr seht, jetzt Gegenbeispiel zu Race Room, ein Spiel mit aktueller DirectX-Schnittstelle, ein Spiel mit wunderbaren Grafikoptionen, ein Spiel, das die entsprechende Mehrkernoptimierung einer CPU ausnutzt und entsprechend genug Daten füttert für die Grafikkarte, um diese auch in Richtung Grafikkartenvollanschlag auszureizen. Wichtig für dich, setze die Systemeinstellungen über Windows, damit dein Benku-Monitor auch mit den vollen 165 Hz angesteuert wird. Weiters kann ein HDMI-Kabel keine Auflösung mit 2560x1440 gleichzeitig mit 165 FPS übertragen. Greife hier unbedingt zum beigelegten DP-Kabel, sonst kannst du die volle Bildwiederholrate des Monitors nicht anwählen. Nächstes Kapitel, der Sound. Der bei Monitoren integrierte Sound ist zumindest aus meiner Erfahrung immer unbrauchbar und sehr dünn. Benku hat sich mit dem damals getesteten 3415R drangesetzt, um daran zu feilen und baut auch beim 3210 Modell ein 2.1 Soundsystem mit einem kleinen 5 Watt Subwoofer ein und tauft dieses dann Trivolo Sound. In meinen Ohren ist dies der erste Klang eines Monitors, der etwas an Bass und Fülle mitbringt und nicht gleich abgedreht und durch externe Boxen ersetzt werden muss. Kommen wir an dieser Stelle zum Monitor-Sound. Das machen wir am besten klarerweise wieder live am Rig. Ihr habt Default, und das habe ich bei dem 3415 Monitor Review bereits kritisiert, dieses sehr dünne Soundprofil des Monitors aktiviert und werdet euch fragen, wo ist denn dieser tolle 2.1 Sound dieses Benku-Monitors versteckt? Leider nicht in der Firmware. Diese startet mit dem üblichen Soundprofil eines jeden beliebigen Monitors. Hört mal kurz rein hier im Leerlauf. Etwas Gas gegeben. Es ist ein sehr dünner Monitorsound, den ich jetzt mit meinem Aufnahmemic, ich habe das extra für euch hingehängt, um etwas Volumen reinzubekommen, hören könnt. Jetzt Fernbedienung, Soundprofile, hier durchschalten. Und ihr könnt bereits im Leerlauf erkennen, hier habe ich Bass mit drinne. Ich hoffe, dies deutlich übers Mic an eure Smartphones bringen zu können. Und das ist um ein zehnfach gesteigertes Volumen verglichen mit diesem dünnen Sound. Schalten wir nochmal kurz durch. Sehr dünnes Soundprofil und jetzt umgeschalten. Das könnt ihr so nicht miteinander vergleichen. Ich empfehle, ich würde mich freuen, wenn Benku dieses Soundprofil Default mit diesem tollen 2.1 Sound für den Monitor direkt einstellen würde, ohne hier umschalten zu müssen. Bitte verstehe mich an dieser Stelle nicht falsch. Jedes durchschnittliche externe 2.1 Soundsystem macht diesen Job nochmal besser. Aber wenn du auf den Sound deines Monitors angewiesen bist, dann kannst du dich mit dem 3210R entspannt zurücklehnen und damit leben. Schalte unbedingt über die Fernbedienung aufs Trivolo Soundprofil um und lasse dies immer aktiviert. Das ist mein Tipp. Weiter geht's mit der Materialauswahl und der Verarbeitung. Hier gibt es nichts Spannendes zu berichten. Alles ist sauber und passgenau verarbeitet. Display und der Rahmen, das passt wunderbar zusammen. Nichts knarzt und die Spaltmaße sind ordentlich. Die Materialauswahl ist durchgängig Kunststoff, ebenso die Fernbedienung. Auf irgendwelche Applikationen aus Metall oder anderen Werkstoffen verzichtet Benku, wie dies bei anderen Mitbewerbern meistens ebenso der Fall ist. Nächstes Kapitel, ein subjektives Kapitel, die Optik. Der Rahmen ist oben und an den Seiten mit 2 mm sehr schmal und fast unsichtbar gehalten und damit wirkt der Monitor seitlich und oben betrachtet nahezu rahmenlos. Mit einem Radius von 1000 mm ist die Krümmung des Panels sehr deutlich ausgeprägt, verglichen
mit anderen Monitoren. Das bedeutet, dass die Rundung des Monitors auf der gedachten Kreislinie eines Kreises mit 2 Meter Durchmesser liegt. An der Unterseite findet sich links das Benku Branding und rechts das HDAI Logo wieder. Die Frontumrahmung und das rückseitige Gitter sind schwarz. Die rückseitige Verkleidung in Anthrazit gehalten und LED-Streifen eingelassen. Rückseitig links ist das Mobius Logo und ein vertieftes Kreuzdesign lockert die Optik etwas auf. Weiter geht's mit dem Kapitel Bedienelemente und Anschlüsse. Der Monitor lässt sich über die Fernbedienung steuern. Alternativ finden sich die Knöpfe auf der Unterseite des Monitors wieder. Ebenso unterseitig ist der Einschaltknopf verbaut. Frontseitig rechts am Monitor ist der HDRI-Button eingelassen, mit dem ihr die HDI-Modi durchschalten könnt. Dies gelingt ebenso über den Button direkt auf der Fernbedienung. Auf dieser finden sich auch der Einschaltbutton, Source-Button, um zwischen den Eingängen umzuschalten, ein Spielemodi-Knopf, die Lautstärke-Buttons und der Sound-Preset-Button wieder. Rückseitig von links beginnend findet ihr den Stromanschluss, 2 HDMI-Anschlüsse, einen DP-Anschluss, Kopfhöreranschluss, einen USB-Typ B und 2 USB-A-Anschlüsse wieder. Die Anschlüsse können mit der Abdeckung verdeckt werden. Nächstes Kapitel, die Ergonomie und die Sitzposition. Die Höhenverstellung von 100 mm erlaubt es, den Monitor knapp über dem Tisch zu positionieren bzw. 10 cm nach oben zu schieben. Ebenso lässt sich der Moni schwenken und neigen und somit bleiben hier keine Wünsche in Sachen Ergonomie offen. Die Verstellung gelingt ohne Spiel und Wackeln. Die Verstellkraft ist mit dem Gewicht des Monitors sehr gut ausbalanciert und das Gerät bleibt stabil in Position. Kapitel Nummer 14, unser Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest fällt eine saubere Bilddarstellung mit guten Kontrastwerten auf. Ich nutze meine Grafikkarte voll aus, um in den Bereich der Bildwiederholrate des Monitors von 165 Hz zu landen. Dass die Flüssigkeit der Bilddarstellung dann super glatt rüberkommt, das ist an dieser Stelle selbsterklärend und kann ich über YouTube mit meinen Upload-Einstellungen von 1080p at 50 fps nicht an eure Endgeräte übermitteln. Das müsst ihr mir an dieser Stelle wie immer glauben. Ich benutze immer das HDRI-Preset, da mir die Bandbreite der Farben, das bessere Schwarz und die deutlich besseren Kontraste damit sehr gut gefallen. Das sehr stark gekrümmte Panel erhöht die Immersion merklich, wenn man nahe genug positioniert ist. In Sachen vertikaler Höhe bietet der Benku 3210 mehr Platz als der damals getestete 34 Zoll 3415R von Benku im 21:9 Format. Im Gegenzug müssen an den Seiten dann Abstriche gemacht werden. Hier profitiert dann ein 21:9 von einer größeren Bilddarstellung. Bei meinen Sessions mit 32:9 Monitoren geht mir in der vertikalen Höhe zu viel verloren und ich habe bei diesen Geräten immerzu das Gefühl, durch einen schmalen Schlitz gucken zu müssen. Vor Jahren war ich auch mit Triple Moni Setup unterwegs, aber auch das hat seine Vor- und Nachteile. Der Monitor verhält sich im Betrieb lautlos und es ist kein Summen vom Netzteil zu hören. Mein Augenabstand zum Monitor beträgt etwa 90 cm. Dies ist bei einem Monitor dieser Dimension ein guter Richtwert, um das Geschehen gut im Überblick zu halten und gleichzeitig halbwegs immersiv unterwegs sein zu können. Die Augenhöhe liegt bei mir auf etwa der Mitte der Bildschirmhöhe. Auch diese Position könnt ihr als Anhaltspunkt übernehmen oder im Bereich oberes Drittel einfach einmal ausprobieren. Lasst uns an dieser Stelle noch ein paar Runden live miteinander drehen und über den Benku 3210R sprechen. Drehen wir nun ein paar Runden live, um die Eindrücke des Monitors nochmal zusammenzufassen. Zu Beginn jetzt über das Setup, das ihr hier am Start seht. Wir sind unterwegs mit dem erst kürzlich reviewten Race X Rig. An dieses habe ich Simric SR2 Motion dran gemoddet. Dazu seht ihr die bei mir soeben eingetroffene Cameras Direct Drive Wheelbase 15 Newtonmeter. Auch hierzu wird es einen sehr ausführlichen Test, ein sehr ausführliches Review geben. Was gibt es noch zu sagen? Ein Shifter, ebenso für euch vor kurzem reviewed, Pikes Shifter, Echina Handbrake. Und das war es jetzt schon mit dem derzeit bei mir im Testlauf befindlichen Setup. Der Benku 3210 Monitor auf meiner Monitorhalterung wie gesehen montiert. Wir sind jetzt mit Assetto Corsa Competizione in einem beliebigen Trainingslauf hier in Spa unterwegs. Ihr könnt sehen jetzt, wie vorangegangen in diesem Grafikkarten-CPU-Auslastungskapitel Bildwiederholrate. Seht ein aktuelles Spiel, DirectX 11 Schnittstelle. Wir haben um die 140 Bilder pro Sekunde anliegen. Die Grafikkarte mit 97% maximal ausgelastet, ein Takt von
1950 MHz im Moment, Speicherbelegung alles im grünen Bereich. Jetzt zurück zum Monitor. Was können wir sagen? Ihr habt mit dem 16:9 ein naturgemäß kleines Sichtfeld. Ihr könnt dies nicht mit einem 21:9, 32:9 oder schon gar nicht Triple Mono Setup vergleichen. Im Gegenzug dazu habt ihr aber verglichen mit den 21:9 und im speziellen 32:9 Monitorlösungen ein deutlich angenehmeres vertikales Sichtfeld. Sprich, in der Höhe baut ein 16:9 Monitor dieser Größe klarerweise deutlich größer, entsprechend mehr Platz für die Bildinhalte wird euch hiermit geboten. Was kann ich noch sagen? Die Bildwiederholrate, die FPS, die im Moment ankommen, das Ganze absolut butterweich, funktioniert wunderbar. Ich gucke jetzt noch mal kurz in die Bildpresets rein, ob ich da mit dem Richtigen am Start bin. Und da können wir jetzt erkennen, ich habe den Spiele-HDRI-Modus. Schalten wir diesen nochmal durch. Und ihr könnt jetzt schon sehen, an diesen Bereichen, wenn ihr im Speziellen diese Bäume im Hintergrund beachtet, ich bin in einem normalen FPS-Modus. Und wenn ich jetzt diesen Display-HDR, Kino-HDRI oder Spiele-HDRI-Modus setze oder guckt hier im Bereich auf das Lenkrad, dann wird dieses Schwarz des Alcantara-Überzugs oder was auch immer dies ist, deutlich kräftiger, deutlich dunkler, in meinen Augen deutlich angenehmer dargestellt. Ich finde, ein gutes Mittelmaß ist für mich der Display-HDR-Modus. Da werden die Farben dann nicht so überzeichnet wie beim Spiele-HDRI. Modus Display-HDR, mit dem bin ich persönlich relativ gern unterwegs. Und was gibt es noch zu berichten? Ihr hört in Sachen Monitor absolut keine Nebengeräusche, in Sachen Netzteil, Netzteilsummen. All dies funktioniert wunderbar, eigentlich wie erwartet, wie gewohnt. Und was ihr noch erkennen könnt mit ordentlich eingestellten Field of View, seht ihr von euren Spiegeln hier seitlich absolut nichts. Das muss euch bewusst werden, ihr könnt euch einen virtuellen Spiegel hier oberhalb einblenden, um dann einen Rückspiegel zu haben. Aber die Seitenspiegel müsst ihr bei einem 16:9 Seitenverhältnis klarerweise außen vor lassen, wenn ihr dies realistisch dargestellt bekommen wollt. Ihr könntet das Field of View, das Sichtfeld, ingame klarerweise deutlich erhöhen. Dann hättet ihr so ein gestrecktes Bild über diesen ganzen Monitor, würdet die Spiegel gerendert bekommen, ins Sichtfeld bekommen. Aber davon rate ich ab. Ihr habt dann einen deutlichen Fischaugeneffekt, der der Realität nicht entspricht. Und ihr Bremspunkte wesentlich schwerer treffen könnt und das Ganze der Realität absolut nicht entspricht. Ich springe jetzt noch mal kurz rein in Race Room. Da ist das sehr gut dargestellt in meinen Augen mit der Field of View Erklärung in Sachen Sichtfeld hier in Race Room kurz einmal erklärt mit den ganzen Einstellungen, wie dies aussieht. Um euer Sichtfeld realistisch im Spiel abzubilden, müsst ihr auf das entsprechende Field of View, auf das entsprechende Sichtfeld achten. Hier bei Race Room seht ihr mit dem 16:9 Monitor, der klarerweise wenig Platz in Richtung Seitenränder horizontal bietet zum Rendern, bleiben die Spiegel außen vor. Die wären irgendwo jetzt hier in diesem Bereich bzw. hier bei meiner Wand zu rendern, ist nicht möglich mit diesem Seitenverhältnis. Im Gegenzug, wie erwähnt, haben wir viel Platz in der Vertikalen, ist ein angenehmes Bild. Und ich zeige euch jetzt bei Race Room, wie dies mit den Einstellungen aussieht. Ihr habt hier in den Optionen den entsprechenden Button Sichtfeld. Erweiterte Einstellungen aktivieren. Wir haben kein Triple Monitor Setup und in meinem Fall einen 32 Zoll Monitor. Ich habe einen Abstand zum Monitor gemessen von meinen Augen direkt aufs Panel hin von um die 80 cm. Höhenversatz der Augen zur Bildmitte, sprich meine Augenposition, die liegt genau in der Mitte des Bildschirms. Und das war es eigentlich schon mit den wichtigsten Einstellungen. Und ihr seht hier unten, 47,6 Grad Field of View werden ausgegeben. Das ist mein Monitor entsprechend in der Realität in dem Fahrzeug gerendert. Größer, breiter als hier ist dieser nicht. Und ihr seht hier wunderbar von dem gerenderten Sichtfeld an dieser strichlierten Linie hier unten und hier oben, hier werden die
Spiegel natürlich abgeschnitten. Wir können jetzt mal einen Extremfall machen, sprich, was würde passieren, wenn ich meinen Abstand zum Monitor deutlich verringern würde. Ihr seht, wenn ich den Monitor bis auf 40 cm an meine Augen ranbringe, dann würdet ihr zumindest den linken Spiegel mitgerendert bekommen. Wenn wir jetzt zurück ins Spiel springen, seht ihr, dieser Spiegel wird mitgerendert. Das macht so klarerweise keinen Sinn, denn die Größenverhältnisse stimmen in diesem Moment nicht mehr zusammen. Den anderen Weg, den ihr beschreiten könnt, wäre, ihr geht auf die Einstellungen, belastet den Abstand vom Monitor auf den bei mir üblichen 80 cm und hättet jetzt oder suggeriert dem Monitor, ihr hättet einen, keine Ahnung, einen 80 Zoll, 78 Zoll Monitor am Start, dann seht ihr auch in diesem Moment, ihr bekommt einen Spiegel mitgerendert, zumindest nahezu. Nur ihr seht diesen üblichen Fischaugeneffekt. Das seht ihr hier an den Seiten. Diese Größenverhältnisse entsprechen nicht der Realität. Das heißt, das Spiel wird unnatürlich über dieses 16:9 Seitenverhältnis gestreckt. Auch ein Effekt, den ihr so üblicherweise nicht am Start haben sollt. Findet hierbei für euch den richtigen Mittelweg und entscheidet dann, was für euch angenehm ist oder eben nicht. Das ist eine sehr subjektive Einstellungssache, die ihr da treffen müsst oder wollt. Wenn du sagst, du kannst mit dieser Verzerrung hier seitlich halbwegs gut leben, dann ist das völlig in Ordnung. Du bekommst einen Spiegel zumindest zur Hälfte noch mitgerendert, aber musst dir bewusst sein, dass du eine entsprechende Verzerrung im Speziellen bei 16:9, aber auch noch 21:9 Monitoren hinnehmen musst, um nur ansatzweise einen Spiegel mitgerendert zu bekommen. Jetzt nochmal zurück zur realistischen Einstellung. Ich habe einen 32 Zoll Monitor am Start, die 80 cm, die passen, mit dem Sitz, Augenabstand. Und an dieser Stelle könnt ihr sehen, hier ist alles jetzt realistisch mit den Größenverhältnissen so dargestellt, wie das sein sollte. Ihr habt auch auf den Rändern hin nicht diese unrealistische Fischaugenverzerrung und so kommt dies dem realistischen Fahrerlebnis deutlich näher. Zurück vom Rig, biegen wir ab auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Nächstes Kapitel die Nachteile. In Sachen Materialien würde ich mir in dieser Preisklasse etwas mehr wünschen. Irgendeine bessere Blende, das Gehäuse ist Aluminium, eine Fernbedienung mit besserem haptischen Mehrwert oder Applikationen aus Carbon oder was auch immer, würden einen High-End-Monitor optisch und haptisch gesehen von der breiten Masse der Mitbewerber abheben und wäre bei dem ausgerufenen Preis in meinen Augen zumindest in Ansätzen machbar. Benku bewirbt mit dem 3210R derzeit ein Dying Light 2 Sondermodell. Guckt euch dieses einmal an, wenn ihr mit diesem Franchise etwas anfangen könnt, um etwas Leben ins Monitordesign ins Haus bringen wollt. Zweiter negativer Aspekt sind die mit 1,8 Meter zu kurz bemessenen Kabel. Simracer haben ihr Rig oft nicht direkt neben dem PC aufgestellt oder wollen die Kabel sauber am Rig verlegen. Und hier wird's dann mit den 1,8 Meter Kabellänge zu knapp. Nächstes Kapitel, neutrale Aspekte. Den Preis von knapp 500 Euro beurteile ich als hoch, aber fair. Benko hat den EX3210R dermaßen mit High-End-Features ausgestattet, dass sich der Preis natürlich subsumiert. In Sachen Pixeldichte bietet der 3210R in meinen Augen das Mindestmaß von 90 ppi aufwärts. Dieser Wert ist bei einem Augenabstand von 70 cm aufwärts am Rig in Ordnung. Als Office-Monitor mit einem näheren Sitzabstand wären ppi-Werte von unter 100 aber nicht empfehlenswert. Ebenso neutral beurteile ich die Haptik der Fernbedienung. Diese ist sehr leicht und fühlt sich haptisch nicht wertig, sondern eher zweckmäßig an. Die Eingaben über die Fernbedienung müssten zielgerichtet zum Empfänger getätigt werden. Die Bandbreite könnte mit einem hochwertigeren Infrarotsensor gerne etwas erhöht werden. Der breite Rand an der Unterseite wirkt für mich klobig und könnte mit einer Blende aus Aluminium oder Carbon als optisches Highlight kaschiert werden. In diesem Punkt hätte Benko einiges an Potenzial nach oben, aber dies gilt leider auch für fast alle anderen Mitbewerber. Hier tut sich am Monitormarkt bis dato noch nichts. Schön wäre es, wenn Benko auch ein spezielles Rennspiel-Branding an den Start bringen würde.
wie beispielsweise das vorher erwähnte Dying Light 3210 Modell. Nächstes Kapitel, die Vorteile. Wir haben ausführlich über alle Technik-Features gesprochen und ich hoffe, ihr habt euch die vorangegangenen Kapitel, auch wenn diese etwas lang waren, genau angeguckt. An dieser Stelle liefert der Benku 3210R im Alltagsbetrieb gut ab. Die Bilddarstellung und Farbtreue ist als gut zu bezeichnen. Der Kontrast ist gut, die Blickwinkelstabilität ebenso. Die smoothe und zugleich knackscharfe Bilddarstellung mit 165 Hz lässt einen Simracing so erleben, wie man dies im Idealfall eben haben möchte. Die Presets und Bedienelemente der Fernbedienung sind ebenso klug gewählt. Auf die HDR-Presets möchte ich im Alltag nicht mehr verzichten. Wenn man im Rig sitzt, ist es sehr entspannt, nicht an der Unterseite eines Monitors rumfummeln zu müssen. Ich würde mir das Feature Fernbedienung flächendeckender bei allen Mitbewerbern wünschen. In Sachen Ergonomie und Stabilität des Standfuß macht der Benku einen soliden Job. Die alternative Montage über das Weser 100x100 Lochbild, die gelingt sehr einfach. Die Optik mit dem Kontrast in Anthrazit und der Abdeckung der Kabelanschlüsse gehen für mich als Pro durch, da der Monitor bei mir frei im Raum hängt und auch von hinten einsehbar ist. Ebenso ein Vorteil, wenn du darauf stehst, ist eine LED-Beleuchtung, die du anpassen kannst. Wenn du nicht drauf stehst, schaltest du diese einfach ab. Nächstes Kapitel, das Fazit und die Kaufempfehlung. Den Benku Mobius EX3210R solltest du nur dann kaufen, wenn du die Vielzahl der Features nutzen möchtest und auch kannst. Beachte unbedingt, dass deine Zuspieler diesem Monitor gewachsen sein müssen. Du solltest ein High-End-PC-System besitzen, um diesen Monitor ausreizen zu können. Mit einem Low-End-System wirst du mit diesem Gerät Perlen vor die Säue. Als Konsolenbesitzer musst du dir überlegen, ob du zu diesem Monitor greifen solltest oder nicht. Konsolen unterstützen Stand heute keine 165 Bilder pro Sekunde. Selbst 120 Bilder pro Sekunde stecken bei Konsolen noch in den Babyschuhen. Als anspruchsvoller High-End-PC-Spieler bekommt der Benku 3210 von mir eine Kaufempfehlung, dank der vollen Bandbreite aller High-End-Features, die man sich von einem Monitor nur wünschen kann. All das hat natürlich einen sehr hohen Preis, aber dies müsst ihr wie immer für euch selbst einordnen. In meinen Augen ist die Wahl des VA-Panels für Simracing der goldene Mittelweg zwischen TN- und IPS-Panelen. Auch in Sachen Auflösung teile ich diese Meinung. 4K ist zwar in aller Munde, aber oft wird dabei vergessen, wie man dies befeuern will. Ich habe mit einer RTX 3080 und einem 5900X Prozessor derzeit absolute High-End-PC-Hardware verbaut und muss gucken, über 100 FPS oder gar in Richtung der nativen 165 Hz Bildwiederholrate des Monitors zu gelangen und das bei 2560x1440. Da sind wir noch weit weg von 3840x2160, dem nativen 4K. Klarerweise könnte man die Qualitätseinstellungen auf einem 4K-Monitor runterdrehen, um die Bildwiederholrate zu steigern. Aber in diesem Punkt finde ich, dass sich die Katze beim Simracing in den eigenen Schwanz beißt. Ihr habt euch weitere Monitortests in meinem Kanal gewünscht und ich hoffe, dieser ausführliche Testbericht hat euch gefallen. Lasst mich dies bitte in den Kommentarfunktionen wissen. Weiter geht's mit einem sehr spannenden Ausblick. Ein nächstes Highlight ist in Sachen Direct Drive Wheelbase in meinem Kanal für euch bereits im Testlauf. Die Camas 15 Nm DD Wheelbase zum fairen Einstiegspreis ist derzeit im Testlauf bei mir im Einsatz. Von Pineapple Grips wird's ein Review geben, wie ihr Grips von Lenkrädern ersetzen könnt. Cube Controls hat mit den SP01 die ersten Pedale des für High-End-Lenkräder bekannten Unternehmens angeteasert. Einen ersten Blick darauf haben wir bereits letztes Jahr bei der Simracing Expo geworfen. Wenn alles klappt, versuche ich ein Review zu diesen neuen Pedalen für euch bereitzustellen. Vielen Dank wie immer fürs Dabeisein, den Support in meinem Kanal. Danke für alles, liebe Grüße, ich freue mich bis zum nächsten Mal, euer Ron.